In der Zeit der digitalen Relation müsste das kollektive Erzählen den Auftakt bieten zu einer Fähigkeit zu trauern, die auch kollektiv wäre. Wie kommt man herüber von dem Mutual Daydream, der zumindest schon mal eine gewisse Resozialisierung des asozialen Daydreamings ist? Mhm. Wie kommt man da herüber zu einem kollektiven Erzählen und was sind die praktischen Anforderungen über das kollektive Erzählen hinaus, unabhängig von dem oder aufbauend auf das, was du, sagen wir mal, sowohl in Prüfstand 7 als auch in Art Girls beschrieben hast? Jetzt ist die Frage für diese Mutation innerhalb des Mutual Daydreams, die ich hier geschrieben habe, was eine sehr interessante und auch sehr rätselhafte Formulierung ist. Für diese Mutation machst du bestimmte Qualitäten ästhetischer Art mitverantwortlich. Also zum einen nicht nur die Quest des Fantasy-Films zu sagen, ich komme von der Quest zurück mit dem Geschenk des kollektiven Erzählens, sondern du machst dafür auch verantwortlich einen gewissen Modus des Testens. Du hast gestern gesagt, Genreklarheit, da wollen wir noch drüber sprechen. Zum Glück hast du gesagt, das ist hier was ganz Dramatisches. Haben wir es da mit Mixverhältnissen zu tun oder haben wir es eher mit montierten Spannungen zu tun? Dann hätten wir dazwischen neue Räume, in denen zwischen diesen Genres genauso ein Testing stattfinden würde, und zwar auch im Film, allerdings sehr analog zu dem, was in der Medienkunst passiert. Aber was sind die, was sind die Anforderungen für ein kollektives Erzählen, das sich diesem Missing Link nähern kann, wenn ich das richtig beschrieben habe, wo das ungefähr sitzt? Also diese Nähe zur Evolutionstheorie, die ergab sich aus Hans Sachs Text. Er schrieb ja sowas wie eine Evolution der Dichtung aus dem Narzissmus. Und dafür war ihm eben dieses Tagträume teilen zwischen zwei Leuten von großer Wichtigkeit. Also der Dichter ist derjenige, der die asozialen Tagträume so leicht ändert, dass der Narzissmus nicht komprimiert wird, also verringert wird. Aber man muss auch nicht die Inhalte verdrängen. Und darum heißt es auch bei Freud, dass die erste Dichtung wohl die Heldensage war und der erste Held, der Dichter selber, in den Augen des Publikums, weil er das geschafft hat, dass der private Bereich des Tagträumens überwunden wurde. Und die Inhalte trotzdem in dieser Erzählung wiedererkennbar sind. Genau. Vielleicht ist das notwendig für ein. Müssen wir zurücktreten und einfach erstmal zu diesem Gattungsproblem vielleicht was sagen. Zum Fantasy versus. Genau. Also, in früheren Arbeiten war ich lange damit beschäftigt, inwieweit Science Fiction sich von Fantasy trennt oder wie die Gattungen, obwohl sie nebeneinander in der Buchhandlung stehen, dass sie dann noch radikal trennbar sind. Und da folgte ich eigentlich auch Philip K. Dick ziemlich lange Zeit. Aber dann ist mir aufgegangen durch Cyberpunk und eben Entwicklungen, die fingen schon in den 70er Jahren an, aber dann in den 80er Jahren waren sie nicht mehr zu übersehen. Da wurde Science Fiction zu einer Mischgattung. Und wie das gekommen ist, glaube ich, jetzt inzwischen beantworten zu können. Science Fiction hat ja viel, sieht ja viel voraus. Das ist ja das Gesetz dieser Gattung. Auch wenn falsch prophezeit wird, existieren diese Zukunftswelten alternativ oder parallel weiter. Das war ja auch ein Anliegen von Philip K. Dick. Mhm. Aber in allen Zukunftsvisionen, die geleistet wurden von Science Fiction, ist mir inzwischen klar geworden, dass
das alles in der Technik der Zeit des Zweiten Weltkrieges steckt. Alle, bis heute? Nee, ich wollte das jetzt, also Science Fiction, die Gattung Science Fiction, die sich in Grenzen noch gehalten hat. Ah, und sich eben und diese und diese Grenze vor Mischung mit Fantasy schützen konnte. Mhm. Also alternative Welten, die Überlebenschancen durch Psychose, all diese Variationen sind analog zu den zur Raketentechnik zum Beispiel, zu der Möglichkeit der Dekodierung oder endloses Zählen durch die Computertechnik. Aber was da auch drin steckte die ganze Zeit und sich erst später zeigte, war eben die digitale Relation. Und die wurde nie vorausgesehen von Science-Fiction-Autoren. Und da hat eben Fantasy den Vordergrund übernehmen können, genau. Nicht durch einen Willen, sondern wir würden sagen auf Englisch by default, also. By default, ja. weil mit der digitalen Macht. Weil keine andere Gattung eben so nah dazu kommt. Ich will jetzt nicht sagen, dass die Fantasy-Gattung wirklich und selbstbewusst die digitale Relation prophezeit hat. Aber weil sie diese Nähe zum Fantasieren, zu Tagträumereien, zu der zweiten unserer zweiten Natur als Tagträumer beibehalten hat, ist es die Gattung, die eben dem Digitalen so viel näher steht. Und so, wenn man Cyberpunk anschaut zum Beispiel, sieht man, dass es hauptsächlich Fantasy dabei sich mischt. Okay. So entstand auch durch die Digitalisierung, also das, was überraschenderweise auch im Computer steckte, was ich jetzt ganz gern das Gesetz der B-Gattungen nenne, nämlich dass man mischen muss, um weiterzukommen. Ah, das muss ich jetzt mal kurz verstehen. Also dazu muss ich erst verstehen, was meinst du genau mit digitaler Relation? Also es kann ja verschiedene Aspekte haben. Es kann ja bedeuten zum Beispiel, dass das Bild ist, es gibt kein indexikalisches Bild mehr. Mhm. Also jedes Bild ist eine Anordnung von Pixeln und kann eigentlich nur noch aus kontextuellen Zusammenhängen und originell wirkender Konkretion, also eine Besonderheit entwickeln oder eine Individualität. Und zweitens sind natürlich sozusagen die gesamten medialen Verhältnisse digital jetzt imprägniert, sagen wir mal, oder fundiert. Mhm. Aber was meinst du noch mit digitaler Relation? Ich glaube, du meinst noch mehr. Du meinst doch wahrscheinlich auch noch eine mentale Komponente, die dadurch jetzt zustande kommt. Da werde ich, glaube ich, eher vorsichtig antworten. Erst muss ich hinzufügen, dass zu diesem Feld der Gattungsmischung, nicht nur bei Cyberpunk, sondern auch bei Slasher-Filmen wie Nightmare on Elm Street und so weiter, gehört die lange Zeit der jetzt wirklich bewussten, selbstbewussten Ausprobieren, was jetzt wirklich aus der Digitalisierung kommen wird. Also ab den 70er Jahren, glaube ich, spätestens konnte man damit rechnen, dass etwas kommen würde, etwas ganz Neues, das dann oft so realistisch projiziert wurde, albtraumhaft irgendwie so. Und das gehört ja dann auch zu der Ruinenlandschaft der falschen des falschen Vorausschaus. Die aber unsere Realität faktisch mitprägen. Ja, genau. Es gehört zu dieser Mischung, was man ja bei Cyberpunk sehr gut sieht, finde ich. Die digitale Relation ist eben nicht so gekommen, obwohl die Ruinenlandschaft immer noch populär ist. Genau, und weiterhin Begleiterscheinungen bietet. Man spricht ja von dem Neuen in der Medialität. Und das einzig Neue, das es seit dem frühen 19. Jahrhundert schon gibt, ist die Live-Übertragung, die Live-Sendung, Live-Transmission.
Und wir greifen immer nach dem, was diese Gleichzeitigkeit am nächsten kommt. Ich will ja nicht sagen, dass wir das erreicht haben. Ist es das Telefon, was am Anfang des 19. Jahrhunderts, diese Live-Transmission, oder ist es noch Telegrafie. Telegrafie, okay. Mhm. Und so ist das Digitale, wir halten uns daran fest, das würden wir auch sofort fallen lassen, wenn was eine bessere Annäherung der Gleichzeitigkeit. Ja, du meinst Gleichzeitigkeit im Zugang zur Information, im Zugang zur Geschichte. Echtzeit nennt man das. Das nennt man Echtzeit? Nein, in Echtzeit heißt, wenn der Vorgang und die Rechenzeit zusammenfallen. Das ist dieser große Wunsch. Gleichzeitigkeit ist doch kein Realtime. Realtime wäre es ja, genau. Realtime ist nicht Echtzeit. Gleichzeitigkeit, mit welchen, also das Gleichzeitigkeit ist weitergefasst und sagt nicht nur die. Nee, die Annäherung, da hast du recht. Die Annäherung wäre zwischen der Vorstellung einer Gleichzeitigkeit und einer Echtzeit, in der diese Gleichzeitigkeit zugänglich wird oder zur Zugänglichkeit wird. Aber Gleichzeitigkeit, das heißt ja zwischen verschiedenen Lebewesen, oder was ist die Idee dieser Gleichzeitigkeit, der wir so hinterher eilen seit dem 19. Jahrhundert? Live Transmission, zwischen was? Ja, das ist ja die, die Frage, die oft in Fiktionen beantwortet wird. Das wissen wir nicht. Es kann einfach die Verbindung zu der Technik selber bedeuten. Vielleicht ist gleichzeitig doch nicht das Richtige. Also im Englischen geht es darum, dass der Zugang unvermittelt vor sich geht. Also du sagst, das muss man kurz festhalten. Also du setzt quasi an, dass es seit dem frühen 19. Jahrhundert einen zugrunde liegenden Wunsch, wenn ich so einfach sagen darf, der irgendwie unbewusst ist, der nicht artikuliert ist, sich aber in verschiedensten Fiktionen ausdrückt, der damit zu tun hat, dass es eine Gleichzeitigkeit in dem Sinne geben soll, die zugleich eine Unmittelbarkeit ist, eine Direktheit, das Ausfallen von Reflexionsintervallen. Das ist schon so eine Art Realtime, aber es hat zugleich auch, hat diese Gleichzeitigkeit den Charakter einer Verbindung mit etwas, das wir noch nicht wissen. Deswegen hast du vielleicht gesagt, das kann die von dir ja verschiedentlich theoretisierte Verschmelzung mit der Maschine sein. Es kann eventuell auch, das wäre dann wahrscheinlich wieder der Bereich der Fiktion, also wie in Art Girls gäbe es ja diese Fiktion, dass es zwischendurch Momente gibt einer gleichzeitig spürbaren Wir-Intelligenz, die aber nur zu steuern ist, wenn sie zugleich Kunst ist. Mhm. Das würde zurückführen zu der Frage, welche Qualität diese kollektive Erzählung haben müsste. Mhm. So, also jetzt von dieser, also für mich ist es interessant, weil das, also dass du erstmal sagst, wir wissen, du sagst, man kann diesen Wunsch erkennen, der ist eine Antriebskraft, eigentlich die zentrale, die ist sogar noch zentraler als die Digitalisierung, die alle als die entscheidende Kraft ansehen würden. Mhm. Und wir wissen aber noch nicht genau, worauf diese Kraft, also dieser Wunsch hinaus will. Aber wir können schon sehen, dass die Verbindung sich mutiert. Die mutiert, also der Zugang zur Information, zur Geschichte selber, hat sich jetzt qualitativ geändert, wenn man das so sagen kann. Und das heißt, dass wenn jetzt alle Namen, Episoden, Epochen, und so weiter und so fort aus der Geschichte wiederkehren, was sie ja wirklich tun, kehren sie wieder außerhalb der ursprünglichen Kontexte des Gegensatzes. Mhm. Also was sich jetzt in meinem Verständnis von der digitalen Relation verwende, ist ja Derridas Vorstellung vom Gespenst, Inspector de Marx. Mhm. Er spricht von der Wiederkehr, die wiederkehrt. Mhm. Und das würde ich auch auf die digitale Relation anwenden. Das ist jetzt ein Wiederkehren, das aber nicht die Oppositions, die Oppositionen, die Gegensätze unbedingt mittragen. Ja, so die Kontrastrelationen, in denen es mal entstanden ist. Und wenn man kurz jetzt auf die amerikanische Politik schaut, dann würde man sehen, dass Obama
die Wiederkehr aus der Zeit der Civil Rights Bewegung war. Mhm. Gleichzeitig kehrten die Gegner der Bewegung wieder. Ich will nicht sagen, dass es keine Streitmöglichkeiten in der amerikanischen Politik gibt. Aber dennoch ist es die ursprüngliche Opposition ist nicht da und auch die Möglichkeit einer Überwindung ist nicht da. Also Obamas Wahlsieg bedeutete nicht ein Endpunkt der alten Geschichte, sondern es war einfach ein digitales Zitat aus diesem zugänglichen Archiv, wozu die Geschichte durch diese Vermittlung oder Unvermittlung geworden ist. Mhm. Also Wiederkehr dann in Wiederkehr der Wiederkehr insofern, weil die zweite Wiederkehr etwas Geisterhaftes behält, unter anderem in dem Aspekt, dass in den neuen Relationen, also in den gegenwärtigen oder in retromanischen Wellen auch, wir leben ja, also sagen ja, in einer retromanischen Gesamtsituation, also die immer mehr alle Zeiten in einer zu versammeln scheint. Diese transportierten Situationen können nicht mehr in Konfliktrelationen finden, die zum Beispiel eine dramatische, ich bin ja nicht so Fan von dramatischen Lösungen, aber die zum Beispiel eine dramatische Lösung ermöglichen können. Ja. Das ist der, keine das ist der Aufhebung. Punkt. Es ist also nicht mehr dialektisch. Es ist nicht mehr dialektisch, es gibt keine dramatische Konfliktzuspitzung. Mhm. Aha. Okay, und diese, das meinte ich nur mit einer möglichen Formulierung, wirklich nur einer möglichen Formulierung der Änderung, die ja irgendwie auch stattfinden muss. Mhm. Und das ist insofern digitale Relation, einfach das Digitale auch als das Archiv verstanden, was alles übersetzt in diese eine universelle Maschinensprache letzten Endes, die uns dann als eine Welt wieder entgegenkommt, in dem Sinne. Mhm. Gut, und das ist aber eine offene Frage. Und diese offene Frage hat aber trotzdem damit zu tun, wie ab den 80er Jahren es sozusagen zu diesen Gattungsverhältnissen kommt, das ist ein seltsames Wort auf Deutsch, aber es ist gut, weil es sich so deutlich unterscheidet von dem eher schlampigen Begriff des postmodernen Zitatismus. Mhm. Dass man eben sagt, da wird alles nur noch zitiert, es hat keine besondere Bedeutung mehr. Das schließt hier aus, dass es zwischen Gattungen, die sich begegnen, sehr wohl Spannungsverhältnisse gibt und dass dadurch ein testweises Kombinieren von verschiedenen Gattungen sehr wohl Terrains des Übergangs geschaffen werden können, die es vorher noch gar nicht gab. Weil sie nicht zwischen zwei Polen gewesen wären, wären diese Übergangszustände, diese testweisen Formulierungen gar nicht möglich gewesen. Insofern würde mich jetzt interessieren, wie jetzt das Fantasy-Genre speziell dann ab den 80er Jahren unter den Bedingungen der digitalen Relation, also ob das sozusagen der Doom ist, das Ende, oder ob das vielleicht nur der erste Schritt in so eine Form von Polyphonie ist und ob und wie diese Polyphonie überwunden werden wollen, wenn wir die ARD-Granden Genre-Klarheit haben wollen. Was für mich eine horrible Vorstellung ist, aber vielleicht nur in dem Kontext, in dem die das äußern, weil das einfach so viel bedeutet, brutalste Komplexitätsreduktion. Also wie ich sagte, es kam ja per Zufall, dass die Fantasy-Gattung diese Nähe zur digitalen Relation beinhaltete. Aber das ist auch eine Wahrheit, die in der Fantasy-Gattung ausgesprochen wird und eine Erklärung bietet, warum sie sich überall durchsetzt. Also ist es nicht genug zu sagen, dass die Gattungen sich mischen, aber sie mischen sich alle mit Fantasy. Ich wüsste kein Gegenbeispiel. Mhm. Also die schlechte Nachricht wäre, wenn Tolkien recht hatte über seine Verneinung, dass das alles also die Wahrheit des Christentums reflektieren würde als the fantasy that is true. Mhm. Ich würde das aber für mich utopischer formulieren, indem ich sagen würde eben, dass the fantasy that is true ist die digitale Relation und darum setzt sich die Fantasy-Gattung zurzeit durch. Ja, und wie die Fantasy-Gattung hat ja
hat ja gewisse Probleme, also weil sie von einem idealized past, also von einer idealisierten Vergangenheit, immer in ein Wunschszenario der Zukunft springt, der ein Szenario der Wunscherfüllung. Aber jetzt schließen wir einen Kreis. Ja. Und jetzt kommen wir wieder zurück zu, zum Ursprung der Dichtung oder des Erzählens nach der Psychoanalyse. Irgendwann muss man sich von der Privatheit der asozialen Wunschgedanken so trennen können, dass man dem Kollektiv, dass man der Gruppe Zugang zur Allmacht der Gedanken erlaubt. Denn dort, wo die Allmacht der Gedanken sofort erfahren werden kann, ist eben in den Tagträumen. Mhm. Das war ein Tagtraum. Vielleicht war es ein Tagtraum. Es war ein realer Besucher, der meinte, hier wäre schon Kino 2 Stunden zu früh. Ah, ja. Ist aber noch nicht. Nee, aber weil du fragen wolltest wegen der idealisierten Vergangenheit. Das ist die Struktur des Tagtraums nach Freud. Er sagt ja auch gleichzeitig, es gibt in dem Tagtraum selber immer eine Zeitmarke und darum kann man die Fantasie immer historisieren. Also man kann doch die Gegenwart und die Problematik, die umgangen wurde, wieder rekonstruieren. Es ist nicht verloren. Also man kann psychoanalytisch kann man das herausanalysieren und lesen. Oder quasi jeder könnte das. Jeder könnte das. Ja. Es könnte Alltagsszenarien geben, in denen man dann, also nur auf diese Weise. Man sieht ja, wie wir jetzt schon anfangen, die ganze Fantasy Werke von Tolkien und so weiter zu historisieren. Allegorisieren und historisieren. Das ist etwas, was nach Freud schon vorgegeben ist in dieser Struktur des Tagtraumes. Also damit wollte ich nur sagen, dass das Problem der Fantasy-Gattung ist nicht die Nähe zu diesem Problem. Mhm. Das wäre mal wieder eher etwas Positives. Mhm. Ach so, weil man Fantasy auch historisieren kann und weil man darüber sozusagen irgendwann zu durchaus Realitätskernen kommen kann. Ja. Deswegen mischen sich diese verschiedenen Versuche, Genres zu kombinieren und Spannungsverhältnisse innerhalb der digitalen Relation dann doch zu erzeugen, um diesen oder jeden anderen Wiederkehrer, die auf Historisierung zu erwischen. Mhm. Mischen die sich immer mit diesem Element von Daydreaming, was in Fantasy drin ist. Man könnte mit Kluge also ganz sagen, dass jeder gute Film basiert auf einem kindlichen Omnipotenzgefühl und einer fixen Idee. Da muss also viel von diesem Daydreaming drin sein, sonst wäre die Materie. Wie meint der fixe Idee? Tja, das habe ich mich, also ich wusste das lebenspraktisch, könnte ich das beantworten. Ich weiß auch nicht, wie Kluge das meinte. Fixe Idee ist einfach ich würde mal sagen, eine Wunschformation, die einen 5 Jahre trägt. Weil so lange braucht man für einen widerständigen Film. Und so habe ich das gedacht. Dieser Film soll Folgendes leisten. Es ist am Ende immer was anderes. Aber so, also in diesem Sinne eine fixe Idee und diese kindlichen Omnipotenzgefühle ja ganz sicher. Das ist interessant. Ja? Winnicott und Freud zum Teil auch, die schreiben darüber, dass der typische Wunschgedanke ist was fix und fertiges, also fixiertes, was man gleich auch wegwerfen kann. Könnte, oder 5 Jahre dranbleiben. Ja, ja, genau. Gut formuliert. Muss es jetzt also darum gehen, diese Verfahren der Genre-Kombination, in die man durchaus, also entweder als tote Replika, dann ist es Zitatismus nur noch, man sagt, das kenne ich alles, ist alles hier und mehr heißt das ja nicht und ich kenne es. Oder es wird in Spannungsverhältnisse gebracht und sagt, vielleicht mit Bakhtin, jedes dieser Genres hat gewisse Qualitäten und gewisse Leistungen und kann also auch gewisse Aspekte der inneren und äußeren Realität beobachten. Mhm. In dem Moment, in dem ich in einem Film 2 Genres kombiniere, entdecke ich bereits, das sieht das eine, das sieht das andere und ich habe zum ersten Mal die Chance, die Lücke dazwischen zumindest zu erahnen. Und wenn man jetzt mehrere kombiniert, dann hat man irgendwann so eine Art Inselhopping,
Also so, dass man irgendwie sagt, das bewegt sich irgendwie, da sind welche unterwegs, hier sind welche unterwegs. Es findet also eine durchaus eine narrative Bewegung, kann stattfinden, ein Sujet kann sich entfalten. Und je genauer der Film wird, so eigentlich wie bei jedem guten theoretischen Text, umso deutlicher werden aber auch die Lücken. Also die Hinfälligkeit eines jeden genremäßigen Zugangs. Oder wäre es sinnvoll zu sagen, es gibt auch die gegenläufige Bewegung, vielleicht können die ja parallel stattfinden, solche Genres zu erkennen, auf eine gewisse Weise aufzuheben und sich ab sofort auf die Fahne zu schreiben, wenn es mir gelingt, drei vorher in polyphonen Spannungsverhältnissen stehende Genres zu einem neuen, tragfähigen zu verschmelzen, im Sinne der ARD-Genre-Klarheit. Das ist die Frage. Die machen, also reicht doch, Polyphonie die machen doch nur Krimis. Die ARD macht nur Krimis. Das ist richtig. Sie meinen mit Genre-Klarheit darum Krimis. Darum ist die Genre-Klarheit, ja. Sie meinen Krimis und Sie meinen so retro-sentimentale Sachen, die ja auch Ihr Publikum haben. Also weitere Genres sind eigentlich nicht erlaubt. Und Sie haben jetzt nur angefangen im Tatort, tatsächlich, weil es ja nichts anderes mehr gibt im Grunde als Tatortrealismus und der Tatort fürs ganze Kino stehen muss. Ist das zu offensichtlich geworden? Deswegen fangen Sie jetzt an, innerhalb des Tatort-Genres erste Experimente zu machen. Es gibt einen surrealistischen Tatort. Ach so. Es gab vor kurzem den ersten selbstreflexiven Tatort Deutschlands. Es gab einen Tatort im Tatort. also es gibt Rückblenden plötzlich wieder. Also normalerweise hat der Tatort eine strikt monolineare Zeitstruktur. Das findet jetzt, also diese Genre, ersten zarten Genre-Experimente fanden im Tatort statt und jetzt ist hier und da auch mal Science-Fiction erlaubt. Oder ist der, das ist erstmal wichtig, weil diese Genre-Klarheit ist für mich ist das wie Gleichschaltung. Also es ist ein Wort von der Qualität, das ist völlig unbekannt, aber weil da auch Klarheit drin ist. So wie gleich auch sagt, so jetzt nicht mehr gegeneinander, jetzt alle gleich. Und hier heißt es, jetzt alle klar und rein und nicht mehr verwirrt. Also Genre-Klarheit heißt auch therapeutisch, wie Clara in dem Sandmann, die das alles auf das Ich von Nathaniel reduzieren und verstehen will. Dann wäre in Genre-Klarheit eben die Idee drin, dass es eine gelungene Therapie wäre, wo diese verschiedenen Genres, in denen wir bisher verwirrt leben mussten, in Spannungsverhältnissen und Begattungsverhältnissen, dass die sich jetzt sozusagen zu einer monophonen Klarheit fügen. Ja, das ist die Ideologie in Deutschland zurzeit auch unter den Bedingungen der Modularisierung. Es wird jetzt die, ich nenne das eine Fiktion entwickelt für das Volk, dass man es geschafft hat, jede traumatische Geschichte zu überwinden. Und neulich hat ein Studierender in Karlsruhe mir erzählt, als er Jensens Gradive las und Freud dazu und so weiter, das war so interessant zu lesen, wie die damals so patriarchalisch gedacht haben, so weiter, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Also das ist, glaube ich, das, was, das ist die klare Gattung einer Zeit ohne Gespenster. Eine Zeit ohne Gespenster, in der es immer eine positive, unambivalente Hauptfigur gibt, das wird auch gefordert. Die passt. Und attraktive Hintergründe. Und natürlich deswegen auch ganz klare Konfliktlinien, weil ja die Bösen auf der anderen Seite sind. Also weil das. Aber die brauchen gar nicht erst gesichtet zu werden. Das müsste man eine Zeitreise antreten, um sie wiederzufinden, anscheinend. Also nach dem Begriff dieses Studierenden zu urteilen, ist das alles 200 Jahre her. Das heißt, du würdest sozusagen dem Tatort ein natürliches, also jetzt erstmal, wenn es schlimm ausgeht, würdest du dem Tatort jetzt ein baldiges, natürliches Ende vorhersagen, weil die Bösewichte da drin so unglaubwürdig werden, angesichts der Tatsache, dass... Das merkt man daran, dass in letzter Zeit, habe ich immer wieder gesehen, dass die immer die Haustiere der Leute umbringen, um zu zeigen, dass jemand Psychopath ist. Also irgendwie ein Mensch kann das nicht mehr darstellen. Oder auch nicht menschliche Opfer. Es muss irgendwie ein Hund oder eine Katze daran glauben.
Die von den Tätern ermordet wird. Ja. Im Tatort, ja? Ja. Du guckst ja regelmäßig Tatort. Ja, ja, ich finde das interessant. Ich muss da nur zuhören, weil ich bin ja beim Vorspann schon da. Da kann man viel lernen. Auch? Ich meine über eine Gesellschaft. Okay. Also wir sind ja offenbar in der digitalen Relation in einer offenen Baustelle, weil wir noch nicht genau wissen, wo einen das hintreibt. Die Gefahren und die Warnungen vor Live-Transmission und Instant Gratification und so diesen den Fantasien der Gruppe, der Selbstermächtigung von Gruppen, die du ja vielfach in verschiedenen Konstellationen theoretisiert hast, die sind ja nicht vom Tisch. Aber es gibt trotzdem Phänomene, wo du sagst, der Integration oder der Weiterentwicklung, da ist etwas in Bewegung, in irgendeine andere Art von, das ist auch schwierig zu übersetzen, Gruppe heißt ja eigentlich auf Deutsch Masse, andererseits verwechselt man das zum Beispiel mit Acting Out in Groups, ist wiederum wie auch Deutsch Gruppentherapie. Also historisch könnte man das so qualifizieren, dass es eigentlich seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges nicht mehr Massenphänomene gibt in dem früheren Sinne, sondern eher Gruppenphänomene. Mhm. Also in einem Adolescenten-Setting gibt es eben In-Groups. Statt eine einzige Masse gibt es mehrere Gruppen und so hat sich das differenziert. Wenn man jetzt aber sozusagen sieht, also nochmal der Umgang mit iPhones, also der ist ja dann doch wieder die Rückkehr von Massenphänomenen, wenn man sieht, dass alle dasselbe machen. Alle eine gewisse Direktheit aber brauchen. Aber wenn das über Social Media vermittelt wird, dann ist es wirklich immer noch Groups und nicht Masse. Ich meine, Benjamin hat ja gesagt, dass wir Phänomen, bemüht sind, über Gadget Love sind wir ja bemüht, nicht psychotisch über die Massifizierung zu werden. Also man will das nicht wahrnehmen. Früher hat man das schon eher wahrgenommen und sich wiedergespiegelt gesehen als Masse. Heutzutage wird das immer mehr, ich weiß nicht, ob das Verdrängung ist, aber alles wird anders verpackt jetzt, immer über Gruppen. Um die Massen psychologischen Dimensionen daran nicht sehen zu müssen. Genau. Es ist ein Schutzmechanismus einerseits, aber da es mit Gadget Love zusammenhängt, als Schutzmechanismus auch zu bejahen. Und dazu gehört, dass man in Gruppen denkt, statt eine Masse. Also sich selbst in Gruppen erlebt. Okay. Statt als Masse. Aber ja. das ist die Umsetzung der Masse gleichzeitig. Das ist sozusagen die Weiterschreibung von Massenpsychologie in diese Gruppenform. Genau. Okay. Und die eben mit der Adoleszenz anfängt. Das ist die Differenzierung, die durch The Teenage entstand. Das habe ich ja schon in The Case of California ein bisschen versucht auszuarbeiten. Also das ist nicht nur, könnte man auch optimistisch sehen, wenn man wollte. Du hast gesagt, in Case of California ist ja die Opposition stark entlang der Linie The Group Invades the Couple. Ja. Das Couple und das Paar ist eigentlich noch oldschool-mäßig mit Sprache, Liebe und Imagination verbunden. Mhm. Die Gruppe ist mit den als Gadget-Lover, mit den modernen Techniken, also in jedem Fall jetzt mit der digitalen Relation nach der Logik anders verbunden. Aber du hast letztens auch die Denkoption gegeben, dass man da in dieser Beziehung zwischen Gruppe und Paar und einer eventuell zu findenden Kollektivität, die sich unter dieser digitalen Relation doch noch anders behaupten kann, dass es da Fortschritte geben könnte. Das ist ja was, wo das kollektive Erzählen sich fügt, sozusagen. Denn sonst bei der Trennung, die ich beschrieben habe, sozusagen, wichtig ist eben zu verstehen, dass in der Psychoanalyse gibt es eigentlich kein Individualismus oder kein Individuum, sondern eben diese Spannung zwischen Paar und Gruppe. Daraus ergibt sich aber, dass nur im Paar kann die Trauer, kann die, auch die Arbeit an der Übertragung in der Analyse stattfinden. Mhm. Der Gruppe die Fähigkeit zu trauern anvertraut werden kann, würde zu dem kollektiven Erzählen
Während Gruppen, passen. Okay, während Gruppen normalerweise, also nur nochmal, um vielleicht abschließend die Aufgabe klar zu machen, während Gruppen normalerweise zu 100% zu jeglicher Trauer nicht fähig sind. Nein, obwohl wir ja immer dabei sind, öffentlich als Gruppen zu trauern oder sogar als Masse, als Massenmedium, aber es ist immer eine Verneinung, das ist nie glaubwürdig.